Das ist ein Mehrteiler. Teil 1 habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die Luft hat sich schön rausgepresst. Also habe ich schon rausgepresst. Eine schöne Bindung ist da, wenn man jetzt so guckt hier. Top. Wenn man jetzt so mal guckt, ich mache jetzt mal so einen kleinen Ball und werfe den nicht gegen die Wand, nein. Jawohl, er fliegt jetzt, wenn jetzt keine Bindung wäre und ich würde das jetzt machen, würde der Ball aufplatzen, also der würde so aufgehen. Aber es hat eine schöne Bindung. Super. So, dann werde ich mir jetzt die Füllmaschine zusammenbauen und wie das funktioniert, das zeige ich euch. Als erstes brauchen wir mal den Ständer. Hoppa. So, der Ständer. So, wir haben ja jetzt das Fleisch gewürzt und gewolft. Jetzt nennt man das nicht mehr zerkleinertes Fleisch, sondern jetzt ist es die Wurstmasse. Und diese Wurstmasse muss ich natürlich irgendwie in hier diese Därme einfüllen. So, und wie funktioniert das? Gibt es verschiedene Techniken. Ich habe auch noch so eine alte, wie aus dem Mittelalter, die zeige ich euch mal. Und zwar aus dem Mittelalter hatten sie dieses Teil. Damit haben sie dann einfach ja, die Pelle hier drüber gezogen, so, und damit haben die dann am Ende mit zwei Daumen die Wurstmasse hier reingepresst. Macht man heute nicht mehr, heute hat man Vakuumfüller oder Kolbenfüller. Ich habe jetzt eine alte, oder was heißt eine alte, eine Art Kolbenfüller ohne Strom, die muss ich mit der Hand ja, kurbeln. So, wie funktioniert die? Das zeige ich euch. Dafür schaffe ich mal das Ding weg. So, das funktioniert wie folgendermaßen. Ich habe jetzt hier ja, die Hülle oder sozusagen den Kolben. Ja, der Kolben ist ja das da. Das ist jetzt hier die, wie sagt man dazu? Wie sagt man dazu? So muss ich mal kurz überlegen. Wie sagt man denn hier dazu? Ich sage jetzt einfach mal, das ist jetzt hier die, ja, der Trichter. Ich sage jetzt einfach mal, das ist der Trichter. So, und in diesen Trichter kommt die Wurstmasse rein. Dieser Trichter wird dann hier eingehangen. Erst unten, dann oben. Aber bevor ich das mache, muss ich erst den Kolben zusammenbauen. Da hat man hier eine Vorrichtung mit einem ganz einfachen ja, Spannsystem. Damit hole ich das Teil hier erstmal runter. Und jetzt habe ich hier den Kolben. An diesem Kolben befindet sich jetzt hier diese Druckplatte mit einem Dichtungsgummi und der wird hier reingehangen. Also reingedreht. Das ist so eine Mutter und damit drehe ich das Ding hier fest. So, dann hat man an diesem Trichter noch verschiedene Aufsätze. Wenn ich zum Beispiel jetzt Bockwurst oder Wiener mache, dann habe ich so ein etwas kleineres Teil. Das ist, glaube ich, ein Durchmesser von, lass mich lügen, ich glaube 8 mm. Dann habe ich hier 12 mm, 36 und 48. Also ich kann mich auch jetzt täuschen, aber ich glaube, so sind sie. Wir brauchen jetzt einen von 12 mm. Das reicht am Ende, weil wir brauchen auch nicht zu im Dünnen. Dann brauchen wir zu viel Druck, dass am Ende das Zeug hier durchpresst. Und zu groß, dann wird vielleicht der Darm nicht mehr drauf passen. Deswegen habe ich jetzt hier so ein 12 mm Teil und das werde ich jetzt hier mit diesem Fixierungselement, schraube ich das jetzt hier drauf. So,
Jetzt werde ich erstmal den Trichter voll mit Wurstmasse füllen. Die Teile hier, die brauche ich natürlich nicht dafür. So. Wie mache ich das? Ja, ich nehme das Ding zwischen die Beine, leg das Ding hier drauf und jetzt forme ich mir Bällchen, so wie ich das vorhin gemacht habe, um zu testen, ob das Brät ja zusammenhält, und das haue ich richtig rein. Warum mache ich das und drücke das hier nochmal fest? Ja, damit ich hier nochmal zusätzlich die Luft rauspresse. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten können sich Mikroben in der Wurst bilden, und zwar in diesen ja, Lücken oder in diesen Sauerstoff, der sich da drinnen befindet. Und das ist nicht gut. Deswegen immer schön luftfrei die Salami in die Därme pressen. Ach, und übrigens, diese Füller hier, das ist ein 7 Liter Füller. Es gibt natürlich auch Füller mit bloß 4 Liter, mit 3 Liter. Es gibt welche aus Plastik, es gibt welche horizontal, so wie ich habe. Es gibt aber auch vertikale. Finde ich aber nicht so gut, weil die nehmen mehr Platz vom Tisch weg. Man braucht am Ende den Platz auch wirklich. Und deswegen empfehle ich das horizontale Gerät. Also man sieht, es geht schon bei 7 Liter relativ viel rein. Also das ist auch hier schon professionell. Also das ist jetzt nie gewerblich gesehen, sondern ja, für einen Hobbybereich ist das schon relativ professionell. Warum habe ich mir das Zeug hier überhaupt besorgt, diese ganzen Geräte hier? Weil ich erstens Fleischer gelernt habe und mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Auch weit vor der Lehre habe ich mich sehr viel damit interessiert und ja, belesen und so weiter. Und deswegen habe ich mir diese Geräte mit meinem ersten Lehrlingsgehalt gekauft, wo ich dann gesagt habe, ach, bevor ich hier in der Berufsschule das lerne, machst du das schon mal zu Hause praktisch. Hat nur die ersten Male nicht funktioniert, weil man sehr viele Fehler gemacht hat. Vor allen Dingen in der Lehre hat man auch nicht so viel Geld gehabt. Und wenn man dann nicht so diese Ausstattung hat, wie ich sie hier habe, sondern ein bisschen ja, unprofessioneller, kann man viele, viele Fehler machen. Sehr viele Fehler. Und deswegen will ich das euch auch zeigen, damit man eben nicht so viele Fehler macht. Und wenn man das so macht, wie ich das jetzt hier mache, ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, erst unten einhängen, zack, dann oben einhängen, zack. Und dann hat man hier zwei Übersetzungen, die zeige ich euch mal. So, da hat man hier eine Übersetzung, und zwar, dann geht das schneller nach oben und nach unten. Man beachte, hier geht das mit zwei Umdrehungen schon richtig schnell nach oben. Und wenn man jetzt hier bloß diese kleine Untersetzung hat, dann drückt man am Ende mit zwei Umdrehungen nicht mehr so viel. Dann hat man am Ende eine andere Übersetzung, und mit dieser Übersetzung füllt man dann auch. So wie man hier sieht, habe ich jetzt noch so eine Zwinge hier reingespannt, damit auch wirklich die Füllmaschine nicht weg kann. Weil wenn man jetzt hier oben anfängt zu drehen, kann es passieren, das Teil rutscht hier hin und her. Und damit das nicht passiert, habe ich das Teil jetzt hier unten ein bisschen fixiert. Und wenn ich jetzt hier festhalte und hier drehe, dann kommt die Masse raus. Und dann kann man wirklich ohne Lufteinschlüsse die Salamimasse oder die Wurstmasse hier reinfüllen. So. Und wichtig ist auch,
wenn man jetzt die Salami füllt, dass man immer genügend Druck drauf hat. Nicht, dass das solche Pfeifen werden und hier nicht genug Druck drauf ist, sondern so wie man hier sieht, hat die richtig Bums oben drauf. Und das ist auch ganz wichtig, weil die Salami verliert ja auch Wasser durch das Reifen. Ist ja einer mit der Hauptmerke, warum man überhaupt die Salami auch reifen lässt. Und dadurch wird die Salami automatisch ein bisschen schlaffer. So, und wenn man hier die bloß so halbermäßig, ich mache jetzt mal eine so halbermäßig, bloß so hier, dass sie dann am Ende, sieht man mal den Unterschied zwischen so und so, ja. Und damit man wirklich hier, siehst, und hier hat man zum Beispiel auch schon wieder Luft drinne, schon wieder auch nicht gut. Das hätte ich jetzt nie machen dürfen. Aber damit man das auch mal sieht, dass das nicht gut ist. Und ich habe auch Profi-Werkzeug. Wenn jetzt ein bisschen Luft in der Salami drin ist, dann habe ich hier so einen Stipper. Und mit diesem Stipper macht das hier kleine Löcher rein. Hier habe ich nämlich auch Luft gesehen. So, damit mache ich zwar ein bisschen ja, die Oberfläche kaputt, aber hier ist sowieso Luft und Feuchtigkeitsdurchlässig und Rauchdurchlässig. Das ist ja wichtig bei der Rohwurst, weil wenn man jetzt, es gibt ja verschiedene Arten von Därme. Es gibt ja x-tausend Sorten, die man kaufen kann. Wichtig ist aber, dass die Luft, Wasser und Rauch durchlässig sind, sowie rein und auch rauslassen. Es gibt auch Därme, die lassen nur Feuchtigkeit rein, aber nicht raus. Und andersrum gibt es natürlich genauso. Es gibt auch welche, die lassen gar nichts durch. Die sind komplett künstlich hergestellt. Das ist dann wie so eine Latexschicht. Die lassen dann weder Luft noch Feuchtigkeit durch. Und bei der Rohwurst ist es ganz wichtig, dass die Därme wirklich Feuchtigkeit durchlassen, sowie auch reinlassen, sowie Luft und Rauch rein und rauslassen. Weil ja, Rohwurst ist ja, also Salami ist ja eine Rohwurst und so wie der Name schon sagt, ist das Fleisch roh und hier drinnen sind ja Bakterien und diese Bakterien, die arbeiten ja. Und diese Bakterien brauchen genauso wie wir Sauerstoff, die brauchen ein bisschen Feuchtigkeit und damit die Salami dann ein bisschen besser schmeckt, muss die auch geräuchert werden und vor allen Dingen, damit der Rauch, das Raucharoma auch durchdringen kann, muss die Rauch durchlässig sein, der Darm oder die Hülle. Wie man schon sieht, die sind jetzt nicht gleichmäßig groß, da lege ich auch gar keinen Wert drauf, weil die Salami ist ein handwerkliches Produkt. Ich esse sie sowieso bloß für mich selber. Ich mache das einmal im Jahr und gut ist. Da kriegen die Freunde, Verwandte ein bisschen was und da muss das nie aussehen, ähnlich wie die andere. Natürlich ist es ein Ansporn von mir, dass ich ja, so schönes oder so gutes Produkt wie möglich hergestellt kriege, aber wenn die nicht ähnlich wie die andere aussieht, das stört mich persönlich überhaupt nicht. Erstmal das weg, mache hier sauber, hänge die Dinger hin und dann erkläre ich euch, wie das mit den Reifen funktioniert. Also nicht mit dem Reifen am Auto, sondern hier das Reifen von der Salami. Wie die, ja,
hingegangen wird und wie die gereift wird. So wie ihr jetzt seht, habe ich die Salamis schon mal auf die Stangen gehangen. Das sind die passigen Stangen für meinen Räucherofen. Alles rund um den Räucherofen habe ich schon am Anfang des Videos mal erzählt. Da hatte ich schon ein Video drüber gemacht. Schaut mal da rein, da tauchen hier auch diese Stangen wieder auf. So, ich habe jetzt die Salamis hier aufgehangen. Der komplette Raum, den habe ich jetzt auch sauber gemacht, sowie alle Materialien, die ich benutzt habe, habe ich sauber gemacht. Und die Materialien, die ich hier in diesem Video benutzt habe, die habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr euch mal angucken, vielleicht interessiert euch das. Dann ploppen nicht diese Fragen auf, was ich so für Maschinen benutze. Wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. So, ich lasse jetzt die Salami hier ungefähr für 6 bis 8 Tage hängen. Warum lässt man jetzt die Salami reifen? So nennt sich dieser Prozess. Warum macht man das? Ganz einfach. Man kann zu der Salami auch Mikroorganismen dazugeben. Dann geht der Reifeprozess ja in die richtige Richtung. Ich habe jetzt keine Mikroorganismen dazugegeben. Das sind so eine Art Hefen, so wie beim Backen auch. So gibt man das in die Salami auch mit hinzu. Und so kann das nicht ja schief gehen. Die Salami ist aber jetzt vom Kaliber her nicht sehr dick, deswegen wird auch dieser Reifeprozess auch ohne Mikroorganismen super funktionieren und der Nitritpökelsalz und das Zucker, den ich am Anfang angesprochen habe, der ist sozusagen die Nahrung für die Mikroorganismen und diese Mikroorganismen zersetzen den Zucker und wenn man jetzt über ein per Hermet-Messgerät hier messen würde, dann würde man sehen, dass die ersten 3 Tage würde der pH-Wert in der Rohwurst nach oben gehen bis zu 8 ja, Prozent an Säure und dann nach den ersten paar Tagen würde dann auch langsam aber sicher der pH-Wert wieder ins Neutrale bis 6,5 gehen. Wo ich gelernt habe, da haben wir auch regelmäßig Rohwurst produziert und da wurde sogar am pH-Wert, wurde da sogar gemessen, wann die Rohwurst den Reifegrad erreicht hat. Also bis dann wurde gemessen, aha, jetzt hat die Rohwurst 6,4%, jetzt kann sie abgewaschen werden. Warum abgewaschen? Weil an der Rohwurst, an der Salami, könnte sich wie so eine Art Pilz, ja, wie so eine Art Schimmelpilz entwickeln. Das ist aber nichts Schlimmes. Das ist ein ganz normaler Prozess, der an der Salami passiert. Und zwar diese Mikroorganismen, diese Pilze, die sich dann in dieser Salami entwickeln, die geben dann so eine weiße Hülle. Die muss abgewaschen werden. Und danach kann dann wieder geräuchert werden. Wenn ihr mal guckt in irgendeinem ja, Einkaufsladen, findet ihr sogar Salami, wo das so gewollt ist mit diesem Pilz rundherum. So sehen dann die Salamis nach dem Reifeprozess auch aus. Ich möchte das aber nicht haben. Deswegen werden die dann mit Salzwasser abgewaschen, mit Nitritpökelsalzwasser, damit die Salami nicht grau wird. Und dann wird die auch geräuchert. Jetzt lasse ich die, wie gesagt, 6-7 Tage hängen. Dann wird sie abgewaschen, dann lasse ich sie noch einen Tag trocknen, damit die Salami auch wirklich trocken ist. Jetzt verliert sie auch in der Zeit Wasser und man kann sogar messen, wann die Salami fertig ist. Man misst jetzt eine, also man wiegt jetzt eine Salami, so wie sie jetzt ist, die wiegt so 230, 240 Gramm. Nach ungefähr 6 bis 8 Tagen kann ich sagen, hat die ungefähr 30% Wasser verloren und wiegt dann im Schnitt 180 Gramm oder 190, 200, je nachdem, wie groß jetzt hier so eine Salami ist. Aber so im Schnitt und dann werde ich die ganz einfach abwaschen, wie ich schon vorhin gesagt habe, nochmal einen Tag hinhängen zum Trocknen, sonst nimmt die Salami keinen Rauch auf, wenn sie jetzt noch ein bisschen feucht ist und dann kommen die in den Räucherofen und werden geräuchert. Wie ich das gemacht habe, wird genauso gemacht wie beim Schinken auch. Habe ich auch schon mal geklärt in dem Video ganz am Anfang. Wenn euch das Video zum Salami machen gefallen hat, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, weil es kommen definitiv noch weitere Rezepte, wie ich mal Bockwurst oder Wiener produziere, Kassler, Schinken
oder Knacker, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr ja kein weiteres Video von mir. Den nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links da unten einfach antippen und einkaufen. Ach und übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie die Salami farbig aussieht, das zeige ich euch im Abspann nächste Woche Sonntag. Bis dahin, sagt euer Selfmaker. Tschüss!